Herzlich willkommen zu unserem, weiß ich, vierten Urlaubsvlog schon, fünfter, dritter. Keine Ahnung. Ja. Der Patrick hat sich übrigens gerade ein Stand-Up-Paddle irgendwo da drüben ausgeborgt. Der kostet 12 Euro die Stunde. Sehr günstig eigentlich. Weil zahlt sich aus, ja. Definitiv, bevor du deine eigene von zu Hause mitschleppst und dann aufpumpen, dann... Klar, der Papa hat sich ein... Aua, hier oben. Ja. Ich bin jetzt gespannt, wie lange der Patrick braucht, bis er von diesem Stein da unten rauskommt. Normalerweise nicht lang. Ah, da ist er. Ich hab schon gesehen, dein Kopf. Er war ein bisschen tief. Glaubst du, weiß er nicht, dass wir da sind oder hat er uns schon gesehen? Ich weiß, er kann die das mit. Vor allem, er kann das Lied an dem Hotel. Das ist ein sehr guter Wiedererkennungswert, wenn man hier am Strand spazieren geht. Ich finde es richtig cool, dass sie das Lila gemacht haben. Ich bin einfach sehr weit, weil wir Patrick hier suchen und denken, was. Hä? Irgendeine Lila finde ich voll cool. Ja, die Michelle chillt hier. Philips lebt. Wie ein Big Boss. Und Luisa spielt im Planschbecken. Luisas Wasser ist auf jeden Fall schon heiß. Wow. Soll ich dir noch Wasser bringen, Luisa? Ich habe ja auch noch ein bisschen Wasser gebracht, aber ich glaube, wenn. So, da kommt der Party wieder. Warte, ich zeige euch. Ich zeige mal, ob ihr ihn sehen könnt. Kann ich mehr zoomen. Aber jetzt, glaube ich, könnt ihr ihn sehen, oder? Hier. Ja, ja, ja. Patrick, wie ist es im Meer im Gegensatz zur Donau? Schwer? Was? Habe ich gesehen, ja? War schwierig gegen den Wind? Ach so, ist ein hartes? Es ist ein hartes und das ist besser. Ja, hat sie gesagt. Es ist stabiler und deswegen auch schneller. Komm schon! Die Mama versinkt den Paddelboot. Ich bin zu dick, Mama ist grande. Machst du rauf, mein Patrick? Das ist unglaublich schön. Ich liebe das. Alle waren schon mal dran, da bin ich auch mal dran. Jetzt ist mit mir schon untergegangen. Ich bin hier bricht in der Mitte. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben schon Mittag und uns hat schon den Hunger gepackt. Wir gehen mit Patti was zum Essen holen, weil ich glaube, wir werden heute Pizza essen, mal wieder Fritto Misto, denn das ist schon mal Standard in Italien.
So, wir haben unser Essen schon geholt. 3 Pizza und einmal Fritto Misto. Wir müssen noch einen Zwischenstopp machen. Wir holen noch Lasagne für die Lara und die Luisa. Philipp ist auch ein bisschen noch, isst auch ein bisschen von der Lasagne. Und ja, Getränke haben wir auch noch. Jetzt gehen wir zu der unfreundlichen Typ. Ja, der Typ, der da Lasagne verkauft, der ist so unfreundlich, aber ja, der macht eine gute Lasagne, ich gebe ihr trotzdem hin, sein Arschgeige. Aber sein Essen schmeckt. Pack mit dem Päckchen. Oh Gott. Guter Spruch. So, das ist der Abara, der unfreundlich ist. Dann gehen wir rein. Sehr. Da ist Raptierfutterung. Nee. Jetzt ist mal Ruhe, das ist schön, oder? Ruhe mit Ruhe. Genau. Glaubst du, dass man hört? Auf alle Fälle ist ein starker Wind. Aber sehr, sehr warm da draußen und sehr, sehr angenehm. Und die Michelle ist eine Pizza. Sieht schon lecker aus. Wie ist das am Rand so wie Mais? Mais? Ja, das ist Grieß, glaube ich, oder? Ja. Philipp auch Melone? Gibst du ein paar? Gibst du ihm? Er mag den. Corona. Hey, bitte, ich brauche keine Melone an meinem Fuß. Okay? Bitte ohne Corona. Ah, bitte ohne. Wäre nicht halt, oder? Ohne. Ah, hier wäre er weiß das beste Stück. Eine kleine Melone für eine kleine Luisa. Aber doppelt Fütterungsfehlung. Und wie ich merke, mein Baby. Hallo, meine Lieben. Wir sind frisch geduscht, wie ihr sehen könnt. Alles schön sauber. Und sind jetzt eingezogen und ready to go. So, Familia ist eingetütet. Wohin jetzt? Habt ihr überhaupt Hunger? Ich habe zu Mittag gegessen und no hunger. Was ist noch ein? Aber ich habe einen Flüchtling gegessen. Strand, ihr wart noch den ganzen Tag am Strand. Was machen wir jetzt, Mann? Gehen wir zum Spielplatz und dann holen wir uns Sushi. Ja. Ich habe jetzt gar keinen Hunger. Zum Spielplatz wären jetzt mal wahnsinnig verhungert. Ja, und dann könnten wir uns eine Pizza zur Not holen, falls das irgendwas ist. Sushi kein Notfall essen, nee. Ja, können Sushi auch Takeaway mitnehmen. Also, wenn ich jetzt Takeaway Sushi da ist, krieg morgen. Na. Okay. Gehen wir halt einmal. Let's go. Ja, Papa. Papa, schau mal, the beautiful view. Ja, yes, sie, alle Sprachen. Heute werden wir wieder Fahrrad fahren. Das ist schon unser zweites Mal. Aber dieses Mal werden wir ein elektrisches nehmen. Weil das Mal hast du auch mitgeschwitzt, du Arme. Ja, auf jeden Fall dieses Mal ein elektrisches. Haben wir uns schon das ausgesucht. Oder was die uns auch immer geben. Ja, das wird sicher ein cooles Abenteuer. Sind wir noch nie gefahren, ein elektrisches. Nein, Nazi, du musst in der Mitte sitzen. Du bist zu klein. Oh mein Gott! Wie skurril wäre das, wenn zwei lenken können? Nein, ich meine dieses Fake-Lenken. Boah, das ist schon Speeder. Langsam, Michelle! Okay, ich könnte schon los, ich könnte schon los. Also man muss trotzdem treten, aber hat man ja Antrieb, oder wie ist das? Ja, ist viel schneller. Ja, ist auch leichter. Ist viel schneller. Langsam. Langsam, hey, nicht so rausballern hier auf der Straße. Wo fahren wir hin? China. Hast du jetzt eine Stunde und eine halbe genommen? Ich habe gesagt, Plata. Dopo. Aha, das heißt, also man kann entscheiden, wie lange man mag, ja. Und dann... Ich habe mir dann geschaut, Kette Ora. Ich schaue schon auf die Uhr. Wie lange fahren wir schon? Es ist schon dunkel. Ja,
Michael hält sich fest. Der Party fährt schon schnell, gell? Wahnsinn. Ja, Dine. Okay. Rechts, oder? Rechts, ja, oder? Das ist so ein Kreisverkehr, oder? Nein, weiterhin. Oh, der ist wieder hell. Was war diese Gigantico? Aber was genau neben ihm gesagt, Gigantico. Grande persona. So, wir sind jetzt fertig mit Fahrradfahren und wir haben einen Dockplatz, wo wir angedockt haben. Und wir haben unser Essen bestellt. Bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Also die waren fischlastig. Das sind wir sehr gut. Wir waren letztes Jahr schon, aber komplett anderes Menü. Jetzt. Genau, das stimmt schon. Und seitdem wir da sind, haben wir schon zweimal versucht, hier zu essen. Und jedes Mal war voll und wir haben keinen Platz bekommen. Ja, diesmal haben wir einen Platz bekommen. Mein Salat kommt schon. Mein Gott. Oh, grazie. Sieht gut aus. Ihr kriegt nichts von mir. Ja, und was ich noch bestellt habe, warte, ich muss die Kamera umdrehen. Und was ich mir noch bestellt habe, bin gespannt, wie das aussieht. Ich habe mir eine Fischsuppe bestellt. Ich habe letztes Mal in Ungarn vor sicher gute 4 Jahren gegessen. Das war auch sehr, sehr lecker. Und ich hatte heute wirklich tatsächlich Lust auf eine Fischsuppe gehabt. Und ich habe da gefunden, also man findet nicht überall hier, gell? So eine Fischsuppe. So schaut es bei uns sehr entspannt essen. Philipp ist in einer etwas anderen Phase. Ja, so schaut es bei uns entspannt essen gehen. Also ich glaube, ich werde mein Salat essen, sonst wird sie kalt. Papas Suppe ist da, schau dir mal das an. Fischsuppe. Ich glaube, wie das schmeckt. Ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja, weil der Papa nicht so gerne Muscheln isst, oder? Nein. Ist du den Ohr? Ich kenne mich schon. Also, danke. Du ärgerst dich? Da ist das Muschelfleisch, Michel. Aber auf die Krabbe, die Languste, ist auf jeden Fall sehr lecker. Deswegen hast du Servietten bekommen, weil du das mit der Hand zerfleddern musst. Und so schaut mein Essen aus. Auf jeden Fall ein richtiger Glücksgriff, weil mein schaut lecker aus. Die Kinder haben Schnitzel übrigens. Und der Papa, der Patrick hat Kalbfleisch, glaube ich, mit gebratenes. Medium Rare. Ja? Medium Rare. Jetzt nicht so nice. Hast du schon probiert? Ja, schon. Und schmeckt's gut? Ich glaube, wenn das Fleisch qualitativ ist, dann schmeckt es auch halb roh oder halb gegrillt, wie man es auch sehen mag. Und ist das zart? Ist das gut? Ich glaube, du bist es noch nicht gewöhnt, weil wir nicht zur Ruhe. Ich habe keine Lüfte, oder? Das stimmt, ja. Ja, muss man nachfragen. Da musst du essen. Da, Baba, let's go. Warte, stress mich nicht. Aber auf alle Fälle ist eine kleine Mini-Muschel, die ich im Wasser immer finde. Also ich probiere mal die Suppe. Ah. Ja. Okay. Danke. Und? Wie ist die Suppe? Ist sie gut? Ich habe etwas anderes gefunden. Ist nicht lecker. Schau mal, ich probiere mal die Muscheln. Normalerweise erkenne ich. Hast du noch schon mal Muscheln gegessen? Ich glaub, nicht. Aber die schmecken nicht schlecht. Ich glaube, die werden sie schmecken. Iss mal von der großen, von der schwarzen. Nein, ich fahre mit den kleinen Dingen. Ich hau mit direkt ins Feuer. Was sind die gleichen Leernaschen? Salz. Ja. Es ist nicht schleimig oder so. Es ist auf jeden Fall gut. Dann nehmen wir den. Ja. Kann ich mal das Fleisch von den. Die Lara mag mal die Muscheln sehen, Schatz. Du meinst das? Geh, Papa. Okay, ich probiere das. Er musste 41 werden, um Muscheln zu probieren in seinem Leben. Ja, ich habe mich voll gekriegt davor. Wie ist es? Ist gut? Willst du es wieder essen? Willst du es wieder bestellen? Ich probiere mal, das war ganz wenig. Die Muscheln sehen, das ist ja. Also, das Harte kann man nicht essen, Schatzi. Es ist ein Haus. Das ist. Das ist zu hart. Was willst du damit machen? Also, Moment der Wahrheit. Aber bitte, wie schaut denn das aus? Papa. Was ist das denn? Ja, ich steck's einfach im Mund.
Jetzt Bohnenkugel, es ist nicht schleimig. Nein, es ist ein Krebs. Nein, eine Muschel. Oder was meinst du, das im Teller? Bäh, bäh. Ist gut? Ist es sandig? Danke. Ist nicht so schlecht, aber nicht so dein Ding, oder? Na, aber ich jetzt, weil ich bezahlt habe, aber. No. Sind wir im Spiel Vergnügungspark in dem Little Kleinen. Philipp, komm! Kann ihn jemand da reinsetzen? Ja, plötzlich, oder? Philipp, bye bye! Hey meine Lieben, wir haben uns gestern nicht mehr verabschiedet vom Vlog. Ich habe eine Brille am Kopf und Linse hier. Sorry, ich weiß, das ist unfreundlich, aber ich sehe nichts. Was? Hast du diese Milch auf meinem Körper? Ich hoffe, der wird doch. Wie mich. Mit was spielst du mich bitte ein? Mit was spielst du? Mit Sahne oder was? Ja, ja, mit Sahne. Auf jeden Fall wollte ich Tschüss sagen und. Ja. Wir beenden das Video sexy, wie ihr seht. Okay, können wir das jetzt einfach beenden? So, tschüss meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Könnt ihr mich kurz mal rumgeschmieren, weil meine Familie kümmert sich keiner um mich. Stimmt nicht! Ich habe euch alle eingeschmiert und jetzt bist du auch. Du hast nur die Luisa eingeschmiert. Okay, bye bye, ich muss jetzt meinen Mann einschmieren.